Das erklärt, warum sie dich nicht mitgenommen hat, du Vollidiot. Aber okay. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Deine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Jeder hat irgendwelche lustige fucking Schminke im Gesicht. Nur wir nicht. Wir sind absolut ungeschminkt. Was ist das denn? Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Was ich cool finde, wäre, wenn man im Late Game irgendwann Briefe findet, die man aufsammeln kann und den ganzen normalen Brief besteht, wie man gute Roboter macht und sie. Und wieso? Aber der Charakter soll sie aufheben und dann sagen, was sie. Briefe in einer Schrift, die ich nicht verstehe. Seltsam. Irgendwie sowas. Okay. Ich sollte jetzt gehen. Aloy. Bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Okay. Fuck Mainquest, wir suchen Sona. Ach, das ist sogar Mainquest, lul. Ja, Waffenlager ist 25, mache ich definitiv nicht. Was hast denn du, Leckeres? Leuchtendes Geflecht. Boah, meine Tasche ist schon fast wieder voll. Herstellen. Was ist das? Schleudermunitionsbeutel. Rohstoffbeutel. Definitiv Rohstoffbeutel. Ich habe zu wenig Fleisch. Shit. Okay, ich gehe, obwohl ich finde wahrscheinlich auch hier Tiere draußen. Weil ich brauche definitiv mehr Platz für Rohstoffe. Die Göttin schütze dich. Yep, das tut die Göttin. Mein ganzes Leben. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. Ach Quatsch, ich weiß gar nicht, was du hast. Wo will ich überhaupt hin? Wo bin ich? Ich bin hier. Das sind irgendwelche Viecher, die ich nicht kenne. Das sind noch irgendwelche Viecher, die ich nicht kenne. Cool, ich kenne gar nichts. Web. Warum ist das so neblig geworden plötzlich? Bonfire ignited, ja. Oh, lass mich hier eben Shit einsammeln. Es ist jetzt schön, dass ich ein Pferd habe, ne? Also was heißt ein Pferd? Quasi irgendwas, was mich von A nach B bringt, aber hier ist halt überall Shit zum Aufsammeln. Und das brauche ich wahrscheinlich später noch. Besonders Heil-Shit. Besonders Heilschiff. Angeblich habe ich eben den neuen Händler freigeschaltet. Wo ist der? Oh, der ist hier. Aber ich habe kein Money mehr, ne? Warum wird der Money hier nicht hier? Ja, ich habe 8 Scherben. Fuck this shit. Okay, 800 da und da ist eine Quest. Was ist das? Was ist das für ein Symbol? Okay, was hast du für eine Quest für mich? Hey. Hey. Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es lief nicht so gut.
welche Jagdgebiete? Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Okay, das klingt interessant. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Ich muss jetzt los, Crane. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Okay. Beginne Jagdprüfungen. Also erstes Mal ist das hier Freeloot, der hier rumläuft, der Scherben gibt. Die geben nämlich meistens Scherben, richtig? Ja, die geben Scherben. Oh mein Gott, diese fucking Anschleichrüstung ist so gut, Mann. Ich erledige das. Kurz und schmerzlos. Wo will die mich halt echt nicht sehen? Holy shit. Ja, slide halt den Berg runter und nehme mich mit. Okay, Karte. Da ist das. Da ist das Becken. Was ist das hier? Das ist das Jagdgebiet. Was ist das hier? Lass mal gucken, was das ist. Wir gehen mal zu Fuß weiter. Scheint nicht so weit weg zu sein. Mehr Loot. Kann ich die einfach hier hochklettern? Indirekt. Okay, wer oder was bist du? Lagerfeuer entdeckt. Wo? Da oben. Hüpp. So. Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Wer bist du? Ich sprach mit Kren. Er sagte, dies sei ein Jagdgebiet, um sein Können zu testen. Armer Kren, nicht der beste Jäger, aber das macht ihm nichts aus. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Jupp. Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist. Ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegenüber den Stammmüttern. Ach, ich kenne da eine, die ist ganz cool. Okay, mehr über dich. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge.
Doch die Kaja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Kaja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen. Nicht ganz Kaja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Okay. Was ist genau mit dieser Jägerloge? Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten, geführt von den Kaja in Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet 3 Halbsonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Gut, dass ich eine Ausgestoßene bin. Oder eine Sucherin oder was auch immer. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet in Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Okay, ich würde gerne mal gucken, was hier sonst noch ist. Komm wieder, wenn du willst. Weil das ist relativ interessant, weil ich vermute, bevor ich nach Meridian will, will ich definitiv hier weitermachen, um eventuell bei der Jägerloge irgendwas machen zu können. Okay, kann ich irgendwas verkaufen? Ich muss... Das ist so viel. Holy shit. Kann ich bitte mein Outfit hier modifizieren? Nahkampfschutz klingt gut. Okay. Welchen Bogen habe ich gerade ausgerüstet? Den da. Ach, ich bin immer im falschen Ding. Dahin, dahin. 25% Schaden gemildert. Feuer, Abriss, Feuer. Vermutlich das hier. Ich vermute, Abriss heißt quasi, dass du Rüstungen abreißt von den Gegnern. Ja, da ist Schock drauf. Das ist okay. Kaufen kann ich mir eh nichts mehr, weil ich kein Money habe. Ne, ich habe kein Money. Okay, dann gucken wir uns doch mal so eine Prüfung an. Falsche Taste. Möchtest du es nochmal probieren? Ich hab's doch nicht einmal probiert. Holzstapel? Nur Teile? Springdraht? Nur Teile. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Okay. Dann, let's try this. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. Okay. Prüfung am Seil starten. Achso, hier. Upp. Komm her, du Sau. Immer schön lang. Oh shit, ich muss 10 Stück innerhalb von so und so viel Zeit treffen. Alter. Ich weiß nicht mal, wo die Viecher gerade hin sind. Wo sind die alle hin? Die sind hier lang gelaufen. Ich glaube, ich bin sicher. Ich glaube, die sind alle weggelaufen. 10 Stück ist heftig. In einer Minute 30. Hier sind halt nicht mal mehr Viecher.
Wo sind die alle hin? Da hinten sind die, okay. Dum, 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 dum. Irgendwie muss man doch auch diese Dinger überbrücken können. Kann man bestimmt überbrücken. Okay, ich verstehe, wie die Prüfung funktioniert, alles klar. Ja, das Ding ist, du kannst das hier benutzen, um halt Gegner zu finden, aber du brauchst es halt echt auch nur, um Gegner zu finden, sonst geht's eigentlich. Okay, muss ich jetzt wieder zurück? Prüfung abgeschlossen, wo lang? Da lang? Okay, da lang. Aber den da unten nehmen wir noch mit. Die 25% Bonusschaden machen sich schon bemerkbar. So much Loot. Da, 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 da. Warum hast du die Viecher nicht gelootet? Habe ich die nicht gelootet? Ich laufe schon zurück und loote. Die waren... wo genau? Moment, da und dann da und... Was haben die überhaupt? Okay. Die, die ich getötet habe, waren hier hinten, ne? Also irgendwo hier hinten. Ha, sehr nützlich. Die ich hier irgendwo auf dem Feld gekillt? Da liegt ganz viel. Du, 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 du. Mein Gott, das ist so ein Lootfest, Mann. Ich muss definitiv irgendwo Fleisch herkriegen, um meine Rohstofftaschen auszubauen. Hasen, Wildschweine, alles. Gib mir irgendwas, was ich verwenden kann. Wäre halt super cool, wenn ich einfach drüber laufen könnte beim Looten, mich nicht jedes Mal hinknie dabei. Das wäre super angenehm. Hab auch noch Pfeile. Machen wir die mal eben voll und die machen wir eben voll. Aber ich will keine Feuerpfeile verwenden. So, okay. Wow, hier liegt ja noch mehr. Nein, ich werde nie dazu kommen, irgendeine Quest abzuschließen, weil ich damit beschäftigt bin, 24/7 alles kaputt zu looten. Okay. Haben wir es dann? Sind hier irgendwo Hasen oder ähnliches? Was ist das da? Das ist ein Fuchs, ne? Ich glaube, das ist ein Fuchs. Vergiss nicht den Loot. Alter, ich kann nicht alles looten. Irgendwann ist halt mal gut mit Looten. Irgendwann, ich habe halt bald keinen Platz mehr für Loot. Und ich brauche halt Fleisch. Um meine Taschen auszubauen. Oh, da oben ist ein... Das ist gut. Wildschwein nehmen wir immer. Wildschwein ist immer gut. Nein, 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 nicht weglaufen.
Nice. Wir versuchen alles an Loot mitzunehmen. Aber zuerst mal Taschen ausbauen. Oh mein Gott, hier ist noch eine Quest. Reicht das jetzt schon zum Ausbauen oder was brauche ich? 5-mal reichhaltiges und 35 Scherben. Die Scherben sollten nicht so kompliziert sein, aber das reichhaltige Fleisch könnte kompliziert werden. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Wait. Hier vor ihm auf dem Boden? Mein Fokus empfängt ein Signal von wo? Warum ich das getan habe, ich brauche Fischgräten. Knochiges Fleisch, verdammt. Wow, was ist das denn überhaupt? Mein Fokus empfängt ein Signal. Das ist Nil. Lagerfeuer. Ich sehe nichts, vielleicht bin ich ja blind. Damit ist übrigens mein Inventar voll. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Baal sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Wer bist du und wo kriege ich eine Rüstung her, die genauso cool aussieht wie deine? Das ist die eigentliche Frage. Bald. Gutes widerfährt denen, die auf der Lauer liegen. Ach echt? Ich habe keine Scherben mehr. Oh, Scherben. Nice. Moment. Okay, so. Was ist das da? Oh, ein Händler und ein Lagerfeuer. Damit du nicht nachgucken musst, Chura hat kein Steinskelett heute gemacht. Thanks, Bocher. You're the best. Heilshit. Sollte ich nicht vielleicht erstmal meine Jägerprüfung abschließen, bevor ich hier mich irgendwo verhader und irgendwo hinlaufe? Ich meine, den Heal-Shit kann ich definitiv mitnehmen. Das ist nicht falsch. Das war kein Heal-Shit. Das ist auch kein Heal-Shit. Das ist hier Shit. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Wäre ich gern, aber mein Inventar ist so grottig voll. Ich liebe diese Mondanimation. Also dieses. Das sieht so gut aus, Mann. Ich mag das total. Okay, gehen wir uns erstmal den Kram hier ab. Kann ich hier einfach hochklettern? Oh, ich kann ja definitiv hochklettern. Halt dich doch fest, dankeschön. So, hi. Eine Vollsonne beim ersten Versuch. Wenn du schneller wirst, gewinnst du eine Glutsonne. Okay. Was ist diese Prüfung zeigt, ob du die Umgebung zu deinem Vorteil zu nutzen weißt. Schieß auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran, mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Kann ich? Das ist interessant. Perfekt. Die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutscht. Was ist das? Ein Signal? Ein Signal?
Da hinten? Nicht erkanntes Signal, laufende Übertragung. Das bewegt sich auch noch. What the shit? Wo kommt das her? Ja, das bewegt sich da hinten. Okay, ich will, dass die hier langlaufen. Damit ich die irgendwie... Wie triggere ich das Ding hier überhaupt? Vermutlich vorschießen. Wo sind denn die Mobs hier? Das sind Truthähne, das ist nice. Wo sind die ganzen anderen Viecher? Oh, die hier unten muss ich hier hochschmeißen. Okay, okay, okay. Idee, Idee, Idee. Muss das, glaube ich, von einer bestimmten Richtung aus machen. Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken. Kommt her. Ihr sollt in meine Richtung kommen. Toll, ich habe nur die fucking Scanner am Arsch. Dann muss ich die aggroen und dann irgendwie hier durchziehen? Kleiner Moment. Nicht schon wieder. Ja, echt mal. Ich muss auf die andere Seite. Nein, nein, nein! Hab ich dich. Toll, ich habe eine erledigt von dreien. Ich meine, ich kann ihn nach hier locken. Ich kann dann einfach das machen, oder nicht? Bitte erzähl mir, die zählt. Nice. Okay. Okay. War ganz praktisch, dass ich geskillt habe, dass ich hier auf dem Ding schießen kann. So viel zum Thema Sicherheit. Meine Nase gerade, ne? Bringt mich um. Und ja, ich gehe dich schon looten, Chat. Ist okay. Ist in Ordnung. Nicht Gold, ja, kein Gold. Meine Tasche ist voll. Shit. Kann ich irgendwas droppen? Ach du Scheiße. Wir droppen mal Blumen. Blumen findet man immer. Hoffe ich zumindest mal. Und ich glaube, grün ist besser als... Na, ich habe die Blume wieder aufgehoben. Fuck it. So, ich würde gerne genau. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ich würde sie ja gern hacken, aber du lässt mich ja nicht. Okay. Gut, dann gehen wir gehen die jetzt noch abgeben und dann machen wir uns auf die Suche nach Fleisch, weil ich brauche sowas von mehr Platz in meinen Taschen. Funktioniert sonst gar nicht. Ich habe gar nicht geguckt, ob man bei dem Händler maybe Fleisch kaufen kann. Aber ich glaube nicht, dass du Fleisch bei denen kaufen kannst.
Eine Vollsonne beim ersten Versuch. Wenn du schneller wirst, gewinnst du eine Glutsonne. Ich krieg mich manchmal so 5 Stunden 30 aufstehen. Ja, ist ja noch genug Zeit, Woche, aber gute Nacht.